Ja, hallo. Wir haben heute eine neue Folge von unseren Musik macht Mut Gesprächen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute eine nette junge Dame hier als Gast haben. Wir haben nämlich die Jolina Karl hier im Gespräch. Hallo, Jolina. Hallo Tim, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank. Ja, wunderbar, super. Jolina ist nämlich auch schon lange mit Cordial verbunden. Wir kennen uns auch persönlich inzwischen, haben uns schon getroffen auf diversen Veranstaltungen. Und ja, die Jolina ist eine Singer-Songwriterin mit starken Folk- und Country-Einflüssen, schreibt auch wirklich schon lange eigene Songs und gerade in der momentanen Situation, wo vielleicht viele zu Hause sitzen und sich überlegen, auch mal wieder einen Song zu schreiben oder vielleicht auch noch nie einen Song geschrieben haben und jetzt sich sagen, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich denke, da kannst du mit deiner Erfahrung ganz gute Tipps geben. Wie ist es denn? Wie entsteht bei dir denn ein Song eigentlich? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich kann da auch wirklich nur von mir aus reden, weil manche schreiben so einen Song auf einmal, Melodie und Text kommt aus denen raus. Das ist bei mir leider nicht so. Bei mir ist immer der Text als erstes da und danach schreibe ich dann die Musik darauf. Und die Textideen, die entstehen auch sehr unterschiedlich. Manchmal sammle ich über Monate zu einem bestimmten Thema irgendwelche Textschnipsel und baue die dann irgendwann zu einem Song zusammen. Manchmal ist da plötzlich eine Idee. Zum Beispiel habe ich jetzt meinen letzten Song über Freundschaft geschrieben und da haben wir tatsächlich mit Freunden zusammengesessen beim Bier. Und haben irgendwann angefangen, rührselig drüber zu philosophieren, was denn eigentlich Freundschaft ist. Und ja, da habe ich mir dann mal einen Zettel genommen und einen Stift und habe einfach mal mitgeschrieben. Und so ist dann dieser Song entstanden. Und manche Songs entstehen einfach durch Zufälle. Zum Beispiel hatte ich mal einen Unfall in Köln in so einem großen Kreisverkehr. Und mir ist ein dicker LKW, dann hat mich abgedrängt, ist mir voll in die Karre gefahren. Und das habe ich dann am nächsten Tag einem Freund erzählt aus London. Wir haben da gechattet und ja, der hat auf einmal seine Fantasie mit ihm durchgegangen und er fing dann an, die erste Strophe zu schreiben. Und in dieser ersten Strophe ging es dann darum, ich fahre mit meinem Pickup-Truck durch die Gegend, muss ja ein Country-Song werden, ne? Und plötzlich rennt mir irgendwas vor das Auto und ich dachte, es wäre eine Ente, aber nein, es war eine Ziege und nun ist die Ziege tot. Ach Gott. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Da habe ich gesagt, ja, guter Country-Song, da muss auch ein bisschen Whisky dabei sein. Und dann hat er Okay. dann weitergeschrieben und ja, irgendwann hatten wir ein paar Strophen. Ich sage so, jetzt noch ein Refrain und dann mache ich ein Lied da draus. Ja, wie ich mache ein Lied da draus? Ja, ist doch Okay, super. Ist eine coole super. Sache. Ja, es ist halt wirklich sehr, sehr Und unterschiedlich. daraus, aus solchen situativen Dingen, die du dann einfach in dich aufnimmst, um sie dann in einem Song zu verarbeiten, darauf entsteht dann die Musik. Das heißt, du Ja. hast wahrscheinlich irgendwie, denkst du dir, du hast eine bestimmte Emotion oder so und auf die Ja. Emotion folgt dann die Musik so. Ja, wenn ich mich halt mit so einem Text beschäftige, da kommen mir dann halt Ideen und ich setze mich dann einfach mit der Gitarre dahin und singe ein bisschen vor mich hin, schrammel ein paar Akkorde und irgendwann kommt dann eine Melodie, wo ich denke, ja, das ist cool. Sehr gut. Also das zeigt auch mal wieder im Grunde genommen, wenn man einfach offen dafür ist, wie bei so vielen Sachen, dann ist es eigentlich kein Hexenwerk, ne? Nein, überhaupt nicht. Man muss sich auch einfach nur mal dran setzen, weil viele Leute haben ja Ideen, aber finden keinen Anfang. Und ich finde, man muss es einfach mal machen, einfach Einfach mal mal machen. anfangen und mal gucken, was passiert. Ja, wunderbar, ja. Sehr gut, sowas zu hören. Ich habe auch von dir erfahren, dass
du schon seit geraumer Zeit jetzt deine Songs dann in Nashville, Tennessee aufnimmst. Wie bist denn du dazu gekommen, nach Nashville, also sozusagen in das Mekka des Country, zu kommen für deine Songs? Ja, hast du jetzt schon gut gesagt, das Mekka des Country. Ich habe halt mit meinen Songideen überlegt, wo gehe ich denn jetzt hin und wo nehme ich das denn jetzt auf? Und ja, dann habe ich halt gedacht, da bin ich doch am besten aufgehoben, weil die Musiker, die dort sind und die sowas dann realisieren, die machen ja nichts anderes als Country-Musik. Und ich finde, man muss Country-Musik verstehen. Und in Nashville gibt es natürlich ganz großartige Musiker. Deswegen habe ich mir gedacht, gehe ich mal dahin. Dann ist es natürlich auch schwierig, ein Studio zu finden, weil davon gibt es ja auch, was weiß ich, wie viele. Dann habe ich einfach mal einen amerikanischen Kollegen gefragt, mit dem ich vor ein paar Jahren mal ein Konzert hier in Deutschland zusammengespielt habe. Und das ist Jefferson Ross und der war früher mal Bandleader von der Terry Clark Band. Und da habe ich gedacht, der hat bestimmt irgendwelche Kontakte. Und der hat mir dann ein Studio in Nashville empfohlen, interessanterweise von einem Deutschen, der vor knapp 30 Jahren nach Nashville gegangen ist, um sich dort seinen Traum zu verwirklichen, nämlich ein Tonstudio dort. Und der ist inzwischen auch wirklich sehr etabliert im Bereich Bluegrass. Und der arbeitet mit Musikern zusammen, die wirklich ganz, ganz großartig sind und die auch mit Leuten spielen wie ja, Dolly Parton, Alan Jackson, Taylor Swift, Kenny Rogers, um vielleicht mal ein paar zu nennen, die Okay. auch außerhalb der Country-Szene bekannt sind. Ja, genau, würde ich jetzt auch sagen, richtig. Und mit diesem Produzenten arbeitest du jetzt ja dann auch schon längere Zeit zusammen. Und Ja. wie arbeitet ihr dann zusammen und bist du denn dann während der kompletten Produktion dann in Nashville? Es läuft ganz viel digital übers Internet, dass Tracks hin und her geschoben werden. Und ich schicke ihm halt erstmal mein Demo, was ich mit Gitarre eingespielt habe, und dass er halt ein Gefühl dafür bekommt, wie ich mir das so vorstelle. Ich habe da auch ein kleines Soundbeispiel mal Oh, cool. vorbereitet für euch. So. I was driving in my truck, ahead was in the road. Something I first thought was a duck turns out. It was a ghost. Das ist das Lied vom Das Sie ist das eben Lied. erzählt habe. Ja. Cool. Ja, da, sowas schicke ich dem halt rüber Ja. und Tom macht mir dann eine Gitarrenspur erstmal, wo ich dann eine Schmutzspur drauf singe hier zu Hause. Also das muss auch nicht schön sein, das ist einfach nur, damit die Musiker da so ein Feeling für bekommen, was ich mit diesem Lied aussagen will. Weil wenn ich selber singe, dann baue ich da natürlich auch so meine Emotionen rein. Und wenn die Musiker dann meine Gesangsspur dann auch haben, dann bauen die so ein Grundgerüst. Dann kommt erstmal Drums und Bass und Gitarre halt. Okay. So. Und dann kommt, also es, wie gesagt, es ist nur so, wie das jetzt bei mir läuft. Und dann kommt der Gesang da drauf. Und ich habe bei meinem vorletzten Album, da habe ich die Gesangsspuren hier in Deutschland eingesungen im Studio und habe die auch rübergeschickt. Ich war also gar nicht in Nashville. Und jetzt bei meinem letzten Album, Forward Back Home, da war ich in Nashville und habe da meine Gesangsspuren eingesungen und habe auch die Soloinstrumente, die dann auch noch mal später drauf kommen, die durfte ich dann auch noch überwachen. Okay. Wobei ich den
Musikern da auch so ein bisschen freie Hand lasse, weil die können das viel besser als ich. Und die wissen, wie sie mit ihrem Werkzeug umgehen müssen und haben auch ganz, ganz tolle Ideen. Und es wird sowieso nie so, wie man sich das von Anfang an vorstellt, weil ja. So ein Song ist eine Entwicklung. Das ist ja vielleicht auch irgendwie das Schöne an der Sache, ne? Total. Einfach auch zu sehen, was passiert und auch, wie das vorher schon so zum Thema Songwriting, einfach tun und einfach versuchen und mal, entweder es klappt oder es klappt nicht, aber wenn es klappt, ist es ja auch umso toller. Ja, und, klappt das. Ja, genau. Und dann bist du ja jetzt ja auch dann dabei, dann eben Alben aufzunehmen, wo es dann eben auch klappt. Und die Frage ist natürlich, die man sich heutzutage immer wieder mal stellt, lohnt sich denn deiner Meinung nach eine Albumproduktion denn noch? In meiner Liga definitiv nein. Also finanziell lohnt es sich nicht. Ja? Die Kosten bekomme ich niemals wieder raus, weil so eine Albumproduktion kostet nun mal einen Haufen Geld. Aber ich finde, als Singer-Songwriter hat man der Welt ja was zu erzählen. Und man muss dem ja auch eine Form geben. Und ich finde, dass wenn man ernst genommen werden möchte als Singer-Songwriter, dann muss man halt auch mal was Neues liefern. Ja. So ist es einfach. Und andere Firmen, die investieren in Werbung, in Promotion, und ich investiere halt in meine Alben. In deine Alben, ja. Ja, ganz und genau. Es ist ja auch ein Album, das einfach ein Konzept in irgendeiner Art und Weise hat, auch wenn es jetzt vielleicht nicht zwingend ein Konzeptalbum ist, aber es steht ja doch immer irgendwie ein Rahmen und ein roter Faden irgendwie drin. Ist ja doch auch was anderes, als jetzt einfach mal nur Songs online zu stellen, die vielleicht so überhaupt keinen Zusammenhang haben. Deswegen finde ich, ist auch irgendwie ist es auch eine Kunstform, die auch aufrechterhalten werden müsste. Und das finde ich toll, dass du das auch machst und dass du auch Alben produzierst nach wie vor. Und wie ist denn das dann für die Zukunft? Ist dann auch ein neues Album geplant? Als Singer-Songwriter hat man ja immer neue Alben im Kopf. Man will ja auch damit raus und ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe vor, nächstes Jahr zweimal nach Amerika zu gehen. Einmal Anfang des Jahres, sofern Corona es zulässt und der Herr Trump mich reinlässt. Ist ein Festival in Florida geplant. Und im Sommer will ich dann wieder nach Nashville und mal gucken, ob ich bis dahin vielleicht ein bisschen Geld zurückgelegt habe, um dann so ein Album nochmal zu produzieren. Aber man bekommt schon Lust darauf, wenn man sich da in Amerika aufhält, weil da ist halt Country-Musik ganz groß und dann will ich einfach wieder. Das ist dann da einfach deine Welt auch. Ja, absolut. Auch wenn vielleicht manchmal Amerika in anderen Sachen sei dahingestellt, ob das dann immer irgendwie auch die eigene Welt sein muss, aber was die Musik betrifft und die Country-Musik ist, fühlst du dich dann da einfach richtig gut aufgehoben. Das ja, auf jeden Fall, ja. Das ist toll. Aha. Ja, dann bleibt mir vor allem dir zu wünschen, dass dann deine Wünsche mit Amerika und mit Nashville und so dann auch tatsächlich in Erfüllung gehen, dass das eben alles wieder so weit klappen wird in der Zukunft, dass auch mit der Führungsriege da oben das soweit klappt. Und dann drücke ich dir einfach die Daumen und bis dahin wünsche ich dir, dass du gesund durch diese komische Zeit kommst und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank und das Gleiche wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke, mach's gut. Tschüss. Ciao.